Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist. Was ich getan habe. Ich will nicht mit Ihnen reden. Aber ich habe Ihnen doch Briefe geschrieben. Die habe ich weggeschmissen. Ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Ich habe Albträume. Ich habe meinen Job verloren. Ich kann kaum mehr schlafen. Ich habe solche Schuldgefühle. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich seine Kleider wegräumen konnte. Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen. Aber ich kann leider auch nicht... Ich denke, Sie können etwas tun. ...gelaufen ist. Aber wenn Sarah sagt, dass sie vergewaltigt wurde, dann wurde sie vergewaltigt. Könnten Sie einen der Männer beschreiben, die bei Sie herfiel? Nein, ich war unten. Und da waren so viele Typen, die die Tür versperrt haben, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Meine Schicht war zu Ende. Ich bin gegangen, als sie nach oben war. Kennen Sie einen von den Jungs? Nein, das war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren.